So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir. Und zwar Rogue Legacy 2 machen wir jetzt hier mal ordentlich weiter. Dann nehmen wir dich mal. Dich kennen wir schon so ein bisschen. Dich wollen wir. Dich wollen wir. Was haben wir hier oben? Bisher. Oh. Okay. Welcome to the Offshore Banking. Living safe, halt man hier. Bridged. Ja, so eine Art kleine Bank. Und hier unten kann man noch so ein paar Leute freischalten. Also hier kann man Butcher Shopper, also so ein Barbaren. Und hier kann man noch einen Magier freischalten, also du, ja, du schaltest halt Klassen frei. Okay. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man das macht. Mit W. Ja, das ist eine Art Klickspiel. Ja, mal gucken, was er macht. Ach, der steht immer, wenn ich... Ah, jetzt hat's geklappt. Körperlich, geistig. Also das Spiel ist ja hier in der Alpha. Von daher denke ich nicht, dass große Probleme entstehen werden. Und es wird natürlich immer Probleme geben, klar. Wobei ich denke nicht, dass die Probleme... Ich denke aber nicht, dass die Probleme hier so stark sein werden, dass man sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Und nach Spaß sieht das auch aus. So, war da unten noch irgendwas? Ja, hier kann man noch eine Schatulle deppern. Geld ist alles, Leute. Geld regiert die Welt. Hier. So wird das gemacht bei uns hier. Da ist einer gestorben. Oh lol! Der macht ja so einen richtig sicken Move, Mensch. Okay, merke ich mir. No! No! Okay, ja. Warte, hier. Mann, der ist total traurig. Naja, nehmen wir mal den Bogenschützen wieder. Ich hoffe mal, der macht da was Gutes draus. Amor. Boah, Amor. Amore. Magier. Oh. Aber ich möchte den haben. Guckt euch das an, wie schön das ist. Lol, ich sehe ja kaum was.
Was ist denn mit dir falsch? Ich finde, es gibt so Runden. Also ich blicke da ja noch gar nicht durch. Ich meine, das ist ja hier alles blind. Das Spiel ist auch erst seit kurzem raus. Und trotzdem ist hier so, wow. Oh, München. Nein. Okay. Bam. Da haben wir dich weggeschneipt. Und dich machen wir auch fertig. Also ich finde, Bogenschütze ist gar nicht mal so schlecht. Jo, was wartest du denn? Ah, bist du so ein richtig böser bist du hier, hm? Oh lol. Oh lol. Wofür die Blumen? Ah, die sind so ein bisschen zerbrechlich, die Dinger hier. Alles klar. Oh shit. Oh shit, warte mal. So, jetzt sind wir da oben. Was genau bist du für ein Raum? Oh, eine Kiste! Gold! Oh, was ist das denn? Oh! Power to those I dampfe. Inside my lays power of mana. But I warn you, child. Oh yeah. Oh, klar, nehme ich. Mein Gott, mein Gott. Nein! Ach, darum meinten die, das ist gefährlich.
Nehmen wir dich. Ah, wir haben ein bisschen Gold bekommen, die Runde. Ich glaube, das war doch gar nicht mal so bad. Und da müssen jetzt wieder 5 Gold rein. Genau. Oh Leute, da oben war gerade so ein... Irgendwas war da oben. Ich zeige euch das mal gleich. So, hier oben. 80 Leben und 30 Rüstung. Ah, und... LOL! So. Der macht das also so hier. Bams. So. Aua. Nein! Ach, das war so ein gefährlicher Raum. Ich wollte aber diese Kiste haben. Mein Gott, Magier ist halt echt nicht so geil. Oh, doch, da unten war eine Kiste. Da unten war eine Kiste. Der Schmied hat offen. Der Fischen scheinbar. Lol, hallo. Danke fürs Aufbauen einer kleinen Schmiede. Here's the deal, you get me blueprints, right? Win-win Situation, ja, cool. Ah, das ist, wenn man... Ah, da steht, wie viel das kostet. Ja, bei jedem Bogenschützen, den ich bisher hatte, der konnte entweder nicht sehen oder hat die Gegner nicht richtig erkannt oder irgendwie da so Nachteile. Schwertkämpfer ist halt einfach Schwertkämpfer. Ich denke, hier wird es auch irgendwo noch einen Boss geben, den man trifft. Gut. Danke, Fass.
dein Gesicht. Oh, nee, darunter gehe ich nicht. Ja, Baden. LOL! Gut. Habe ich genug Mana für Rechtsklick? Nee, habe ich nicht. Assassin Tray. Golden Gates are real and I found them. I know it sounds crazy, but I have to plan to save everyone. I have to. Hä? Map. Also ich bin hier. Hier. Unopened chest. Hier steht's. Defeat the Estrayas. Open the gate. Keine Ahnung. But it. No! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätte da wissen müssen, dass das da unten ist. Bosses are very difficult. Okay, der hat super den super Furz drauf. Mal gucken, was er dann für einen super Furz drauf hat. IQ. No, no, no. Ihr guckt euch das an. Schöne Stadt. Cool. So, großer Feuerball, Junge. Ah, ich hatte gar kein Geld mehr über. Ich glaube, die einzigen, die noch übrig waren, waren 14 oder so. Muss ich mal nächstes Mal drauf achten. Oh, ich hoffe, ich sehe die Gegner nicht mehr. Ja, keine Nachteile. Oh, shit. Ah, nochmal! Nein! Nein! Gott, ich wäre hier fast gestorben. Alles schön kaputt schießen hier. Nein! Hätte ich hier springen müssen? Oh mein Gott. Eier Eltern das Leiden lassen Männer.
Ich glaube, das Nearby Sainted ging jetzt darum, dass man nur aus seiner Nähe was hatte. Oh, okay. Ich sehe zwar alles, aber so viel. Meine Logik ist natürlich auch sehr geil. LOL. Ich habe meine Klasse gefunden. Treasure chests, come in my arms. Okay, lol. Die haben mal viel Leben. I like it. Okay, wir kommen da irgendwie anders ran. So. Aber Schaden machen die ordentlich. Oh, Kiste. Münzen. Münzen! Oh, da ist noch eine. Don't forget the Münzen. Lol. Aber Schaden, ey. Oh, liebe Kaudauni. Wenn ich einen Berserker sehe, nimm ihn. Aha, hab's. Nein! Oh mein Gott. Blub, 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 blub. So, wo geht's jetzt lang? Wir haben einen Weg hier noch. Also wir müssen wieder zurück. Nein! Oh, nö! Aber ja, 400 Gold ist schon nicht schlecht. Aber es geht halt immer besser. Andomo. Kartografie, das ist natürlich auch mal was Neues. Ich glaube, ich mache die Parts etwa so halbe Stunde mäßig, da müsste es auch für euch passen. Okay, das ist dann so eine Händlerin, die dann richtig Bock hat. Ein bisschen das Leben aufbessern. Was machst du denn? Okay, sie meinte, ich sollte irgendwelche Runen finden und...
Was wie hier mit der Ausrüstung. Alle Ausrüstung, die ich finde, kann ich kaufen. Und alles, was ich hier dran habe, kann ich verwenden, hoffentlich. Go! Oh, was ist das denn? Oh, ein ganzer Münzsack. Joa, her mit den Säcken. Und bam. Und bam. Okay, okay. Manchmal sind die gar nicht so schlecht, die Bogenschützen in manchen Maps so. Plonky. It's a Plonky. Und Münzen. Okay, wie komme ich hier lang? Okay, lol. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich bin. Aber dafür habe ich die ganze Karte freigeschaltet. So, ich bin jetzt irgendwo in einem Zwischenraum. Ah, hier bin ich. Weiß, ich bin hier irgendwo, oder? Warte. Oder ich kann auch hier oben sein. Hä, geht's hier rechts irgendwo weiter? Nee. Also. So. Coins! Oh, Leute. Okay, ich weiß, welche Etage ich bin. Oder weiß ich das? So, wo werde ich hingebracht? Nirgendwo hin, weil ich nirgendwo hin weiß, wo ich hin muss. Also ich bin jetzt hier überall gewesen, jetzt hier und da muss ich jetzt da rechts. Hier war das Geheimnis, oben mit der Truhe, runter, über diese einzelne Kiste, wo ich keine Ahnung habe, wo ich hingehe. Aber da muss ich dann nach oben. Oben ist sowieso momentan der einzige Weg, das heißt. Ab, ab, ab. Oh, oh.
no. So, das sind die beiden Treasure Chests, die hier sind. Als Krieger hätte man hier total die Nachteile. Mana aufgefüllt. Oh, warte mal. Krap. So, wo bin ich jetzt? Die beiden habe ich. Da oben noch eine. Selbst bin schon Level 13, das ist total komisch. Hoi, hoi, hoi. Und jetzt runter mit uns wieder, wa? So, wenn wir hier durch müssen. Haben wir hier ein Geheimnis? Genau, das Geheimnis, was da war, war das da. Ich muss jetzt hier runter und dann rechts. Bam. Wo war hier was in dem Raum? Nee, der ist einfach nur groß. Und gefährlich. No. Oh, und drei. Und Flup habe ich wieder mein ganzes Bett parat. Aha, mein Gold. Oh, ich habe schon fast 1000 Gold erreicht. Ja. Oh, Junge. Nein! Nein, ich war zu gierig. Oh, so viele Gegner und Kisten. Behalten wir den mal noch. Oh, da machen wir noch ein paar Upgrades. Mal die Castle an. Oder würde ich mal sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge, weil jetzt mache ich erstmal einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.